Dankeschön, Herr Vizepräsident, geschätzte Kollegen. Das passt jetzt gut, ich kann da genau anschließen. Es geht nämlich um die Besetzung von Kontrollgremien durch Landtagsabgeordnete und durch Landesräte. Und genau das, wie das derzeit gemacht wird, so hat man das gestern gemacht. Aber morgen und heute macht man das anders. Und das kommt nicht nur von uns, diese Anregung, sondern vom Bundesrechnungshof, der das zutiefst kritisiert. Und auch die Regeln in der OECD, wie man ein Unternehmen führt, nämlich in der Corporate Governance, die Grundlagen der Unternehmensführung, da kommt es vor. Und was kommt da vor? Das, was der Kollege Wolf genannt hat, die Nabelschnur, das ist genau der Interessenskonflikt, der dadurch entstehen kann. Denn wem sind wir verantwortlich? Als Landespolitiker, als Abgeordnete und als Landesräte. Genau, von denen wir gewählt worden sind, von den Bürgern. Aber die Landesunternehmen, die haben unternehmerische Interessen. Und das kann einen Interessenskonflikt sehr wohl geben. Weil wenn man sieht, was ist die Aufgabe eines Aufsichtsrats, ich weiß nicht, ob Ihnen das alle bewusst ist, natürlich die Kontrollfunktion, erstens. Zweitens, die Bestellung des Vorstandes und drittens die Festlegung der Strategie eines Unternehmens. Und diese Strategie, die kann eben unterschiedlich sein. Ich darf gerade, weil die Cornelia Hagele so schaut, in der TSD und auch das Beispiel vom Herrn Sint genau da nehmen. Es geht um die Lieferung von regionalen Essenslieferanten. Der Tiroler Landtag ist interessiert, dass wir das regional zur Verfügung stellen. Aber die DSD hat eben entschieden, dass es eben nicht regional ist, weil sie andere Interessen hat. Das hat schnell gehen müssen und verschiedene Sachen. Wir im Tiroler Landtag haben andere Interessen. Das heißt, es kann leicht einen Interessenskonflikt geben. Und wenn ich da ein paar Mitglieder erwähnen darf, die geschätzte Landesrätin, Kommerzialrätin Patricia Zoller-Frischauf ist in der DIVAG und im Kongress und Messe Innsbruck. Wenn ich mir denke, dass wir genau hier, mein Kollege Gamper eben gestern kritisiert, dass wir eben die Messe und die Kongressgesellschaft unterstützen. Ja, mit Zuschüssen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir machen das aus Interesse vom Land heraus. Aber das Interesse der Kongress- und Messegesellschaft kann anderweitig sein. Und man darf nicht vergessen, dass es eigentlich die Aufgabe eines Aufsichtsrats ist, wo liegt denn die besonders? Das ist, glaube ich, kaum wirklich bewusst. Nämlich in Zeiten der Krise. Wenn das Unternehmen eine Krise hat, dann muss erst der Aufsichtsrat richtig aktiv werden. Und die Krise des Unternehmens kann aber nichts mit unseren Interessen zu tun haben. Das heißt, da kommen Sie in einen Interessenskonflikt. Das ist einfach legislative und operatives Geschäft, ist eben etwas anderes. Und das muss man sich schon einmal überlegen. Sie können sich eben ein paar Beispiele sagen, die ich Ihnen genannt habe. Oder auch in der Messe. Wir haben als Landtagsabgeordnete, als Aktive, wenn Sie ausscheiden aus diesem Landtag, können Sie tun, natürlich in jeden Aufsichtsrat gehen, wie Sie wollen. Aber die Interessensgewichte liegen wirklich woanders. Und man muss sich das durchdenken. Das ist nicht im Normalfall. Wenn wir im Wohnbauförderungskuratorium und der Kollege Wolf bei der Neuen Heimat sich der Stimme enthalten, das ist auch ganz okay. Aber es geht eben nicht nur um die Stimmenthaltung im Normalfall, sondern es geht darum, was ist, wenn es dem Landesunternehmen schlecht geht oder wenn es Probleme gibt und der Landtag aber andere Interessen hat. Den Fall müssen Sie sich überlegen. Und früher war das selbstverständlich, da ist das so mitgelaufen. Aber heute gibt es eben Corporate Governance Regeln und der Unternehmensführung, an die man sich halten muss. Das sind Vorschriften der OECD. Und der Bundesrechnungshof hat es nicht einfach so erfunden. Der hat seine Gründe sehr wohl. Und man hat es eben früher etwas anders geregelt. Aber wir sind wirklich daran interessiert, dass sowas eingehalten wird und die Vorschriften vom Bundesrechnungshof oder die Empfehlungen wirklich umgesetzt werden. Und es müssen einfach aus allen Aufsichtsräten und Kontrollorganen von Landesbeteiligung, und da gibt es ja viele, es gibt 34 Unternehmen direkt, wo das Land Tirol beteiligt ist, und 118 indirekt. Also das ist dann schon ein großer Anteil. Und da wollen wir keine aktiven Mandatare haben, genau aus dem Grund, weil es Interessenskonflikte geben kann. Danke.